habe geirrt. Ich war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Frage, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Und dass ich mich sah, dass auch der soldatischen Nichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Möge aus der klaren Erkenntnis der Ursachen, der unheilvollen Methoden und der schrecklichen Folgen dieses Kriegsgeschehens für das deutsche Volk Hoffnung erwachsen, eine neue Zukunft in der Gemeinschaft der Völker. Ich habe geirrt. Ich war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Ich frage, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Vorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde, sodass ich mich sah, dass auch der soldatischen Nichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Möge aus der klaren Erkenntnis der Ursachen, der unheilvollen Methoden und der schrecklichen Folgen dieses Kriegsgeschehens für das deutsche Volk die Hoffnung erwachsen auf eine neue Zukunft in der Gemeinschaft der Völker. In der Gemeinschaft der Völker. Wilhelm Keitel, Death by AIDS. Wilhelm Keitel, Death by AIDS. Wilhelm Keitel, Death by AIDS.